Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir starten rein mit ein paar Bender Tries. Beim letzten Mal ging das ja schon relativ in die Hose, muss ich sagen. Da hatte ich tatsächlich nicht so wirklich Glück. Aber ich dachte mir, komm, wir versuchen nochmal ein paar. Vielleicht klappt es ja diesmal. Bis jetzt sieht es wieder super schlecht aus. Also Bender Tries werde ich, glaube ich, nach dem Try jetzt definitiv erstmal sein lassen. Also das ging ja mal total in die Hose. Ärgerlich, aber was soll's. Bender können klappen, aber sie können halt auch komplett nicht klappen. Das war halt hier der Fall. Ansonsten noch ein weiterer wichtiger Punkt. Ich möchte einen Titangürtel herstellen. Mir ist es egal. Hauptsache, er hat Monster. Damit ich wieder ein neues Projekt habe für mich selber. Und deshalb habe ich definitiv noch versucht, einige Titangürtel herzustellen. Dazu aber noch mehr in dem Video. Dann haben wir hier wieder ein paar Muscheln aufgemacht. 19 Steinstücke an der Zahl sind es weniger. Also haben wir 19 Perlen gekriegt. Wovon auch einige schimmernde Weiße dabei waren. Was okay war. Ansonsten nochmal zwei Titangürtel versucht herzustellen. Ich hoffe, diesmal klappt einer. Leider fehlgeschlagen. Wieder fehlgeschlagen. Der Punkt ist der, warum ich die herstelle. Einfach, man kriegt derzeit einen zweiten durch die Invasions Aufgaben, die man derzeit hat. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal versucht, das Schild auf plus 8 zu tryen und das hat leider Gottes wieder nicht geklappt. Ich bin mal gespannt, wann das funktionieren wird. Dann hat hier Gott sei Dank der erste geklappt. Das hat mich natürlich mega gefreut. Somit habe ich den Char schon mal abgeschlossen. Dann muss ich den nächsten Char nehmen und da das Ganze wieder probieren. Und zwar, der Krieger ist jetzt an der Reihe und da hat es leider fehlgeschlagen. Jetzt haben wir da noch kurz gewartet, bis ich am Postfach war und den anderen Gürtel rausholen konnte. Da habe ich bis jetzt noch nicht den anderen Gürtel angeguckt. Ich wollte nämlich beide auf einmal angucken. Auf jeden Fall gucken wir uns die jetzt an. Der erste Gürtel hat leider Gottes Young Drop und der zweite Gürtel hat MP. Absoluter Müll. Also die Gürtel können wir höchstens nehmen, um die auf plus 2 bis 3 zu upen, um dann noch die 5 Segnungen zu holen. Ich habe natürlich dann weitergemacht beim Main und da haben wir dann auch Gott sei Dank endlich den Titangürtel hergestellt. Somit haben wir dann hier wieder 2 Stück an der Zahl. Mein Sucher hat dann auch direkt weitergemacht und hat auch der erste geklappt. Das heißt, wir können jetzt einfach mal 4 Gürtel angucken und jetzt muss einer mit Monster dabei sein. Der erste XP-Bonus, der zweite, der hat und wieder Young Drop. Also Monster scheint ein richtig seltener Boni zu sein. Wenn man sich überlegt, insgesamt können es 10 Bonis sein. Hier mal wieder Young Drop und beim anderen halt einfach Abwehrkrieger. Gut, der könnte vielleicht ein bisschen was wert sein, ist kein Doppelkrieger, also in dem Sinne würde ich eher behaupten, dass er nicht wirklich geupt wird. Machen wir weiter mit einigen Invasionstruhen, denn man kriegt jetzt deutlich mehr Invasionstruhen beim Invasionsrun. Und ja, da kommen halt einige nette Sachen raus, wie ihr hier schon seht. Ebenfalls halt auch Edda, Switcher, starke Ergänzungen, gelbe Glanzfragmente, goldenes Kraut und so weiter. Das sind schon richtig nice Sachen. Da kriegt man zum Teil Sachen, die 1 bis 2 Won wert sind, dann raus. Das nimmt man dann liebend gerne mit. Ebenfalls Dreier-Stacks, Titanplättchen oder kleine Segnungen, was halt auch noch sehr, sehr nice ist. Also gefühlt sehr viel Item-Shop-Stuff, den man so gesehen dann kostenlos kriegen kann. Insgesamt muss man 10 Runs machen, dann habt ihr so viele Truhen wie ich jetzt hier gerade. Also ich habe für 10 Runs die Truhen aufgespart. Und das ist dann der Loot aus den 10 Truhen. Das ist dann aus den 10 Runs, das ist natürlich sehr, sehr nice. Ebenfalls pro Invasionsrun macht man noch locker 50 bis 100 KK, je nachdem, wie viele Leute man in der Gruppe hat. Ansonsten habe ich doch noch versucht, meine Handschuhe weiterzudrehen, weil ich habe mir ganz ehrlich gedacht, komm, ich brauche die Bonis nicht in dem Handschuh, denn ich habe einen mit Metinstein und Angriffsschadenbosse. Somit brauche ich halt unbedingt einen mit dem Blitzboni. Und dann habe ich mir gedacht, dann drehe ich den hier weiter. Auch wenn die Bonis leider Gottes sehr schick waren. Aber ich will halt einen haben. Deswegen muss man halt manchmal durchziehen, auch wenn es ärgerlich ist. Bis jetzt sieht es schlecht aus. 5 Metinsteine. Metinsteine kommen wirklich sehr, sehr häufig rein. Aber naja, was soll's. Man muss halt weitermachen. Hier 5 FKS von Bossen minus 5%. Das ist natürlich, ja, leider Gottes ärgerlich, wenn da kein netter Nebenboni noch dabei ist. Aber ansonsten kommt bis jetzt nichts rein. Ich will nur diesen einen Blitzboni. Der gönnt mir aber bis jetzt einfach gar nicht. Basisattribute, das zählt einfach nur für den Def und den Zoomerwert. Und hier haben wir Gott sei Dank diesen blöden Blitzboni gekriegt. Somit ist der Autojagd-Handschuh auch fertig. Und Erdbeben haben wir auch nochmal ein bisschen, ja, 55% Chance auf 5% Abklingzeit. Das ist auch noch ganz nett. Die Segnung habe ich dann noch genutzt, um ein paar HTKs zu drehen. Hier haben wir 8 Metinsteine reingekriegt, somit schon mal Profit gemacht. Das war natürlich sehr, sehr geil. Zweite HTK geholt, nochmal gedreht. Leider Gottes Schmutz, da dachte ich mir, komm, bisschen der ist noch über. Wir versuchen nochmal ein paar einzelne Segnungen drauf, bis was kommt. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie, was weiß ich, 5 Bosse kriegen. Aber wir haben immerhin 4 hier gekriegt. Damit haben wir auf jeden Fall Profit gemacht und das hat mich sehr, sehr gefreut, dass das nicht so in die Hose ging. Ansonsten für die restlichen DR, da habe ich Segnungen noch gekauft für einen Kollegen, die ich hatte. Und ja, da haben wir versucht, dann seine Schlangendolche zu drehen. Das sind 4 1-1er. Die haben am Ende 40 DSS, 15 Monster, 15 Metinsteine. Sehr, sehr nette Dolche reichen komplett aus.
Und ja, damit kann man locker flockig dann später Hydra farmen. Mehr als DSS-Monster braucht man dann eh nicht. Für Melee sind die halt auch nochmal ganz gut dann. Ja gut, er möchte halt auf jeden Fall Kraft des Eises am liebsten drin haben. Das wäre natürlich top. Oder halt den Monster-Boni des Gesamtwertes. Aber die reinzukriegen sind halt sau schwer. Ja, 20 Teufel hatte ich gefühlt 100 Mal bei den ganzen Switchern. Oder generell stark gegen Teufel-Gesamtwert. Dieser Boni, der kommt einfach viel zu häufig rein, meiner Meinung nach. Bis jetzt sieht es aber schlecht aus. Hier hatten wir zum Beispiel 10 Crit, 5 dB. Wenn es für 10 dB hat er gesagt, dann hätte er es definitiv gelassen, weil das sind eigentlich mit die wichtigsten Bonis, die man bei der Hydra braucht. Natürlich wäre 12 Decks zum Beispiel auch noch sehr nice gewesen. Die haben wir zum Beispiel wieder 20 Teufel. Aber naja, was soll's. Es ist leider Gottes bis jetzt nichts reingekommen. Nochmal 4 weitere versuchen wir hier. Wie gesagt, die Switcher habe ich immer für einen Won Pro an ihm verkauft. Da ich die einfach nicht mehr benötigt habe, war das natürlich dann kein Problem für mich. Naja gut, letzte Switcher wieder hier. Leider Gottes auch nichts geworden. Ich zeige euch den Content natürlich nur, weil, damit ihr halt auch seht, sowas mache ich auch ab und zu mal. Deswegen kommt das hier jetzt einfach mal vor. Hier haben wir dann zum Beispiel 10 dB 3 Crit. Das ist halt wieder ein Ticken zu wenig. Da haben wir kurz überlegt, ob wir sie lassen. Und naja, am Ende haben wir dann weitergemacht, weil es ihm dann doch zu wenig war fürs Erste. Und naja, 6 Decks haben wir hier wieder. Nichts Besonderes. Also das war halt mal wieder komplett, ja, daneben. Dann haben wir versucht, für einen Kollegen noch einen Verwandlungsanzug zu haben. Der ist direkt auf plus 7 gegangen. Sehr, sehr nice. Versuchen wir ihn noch auf plus 8 direkt, der leider Gottes fehlschlägt. Danach haben wir das Ding nochmal auf 8 gekriegt und dann haben wir gesagt, komm, wir hauen nochmal Schmiede drauf auf plus 9 und der hat leider Gottes fehlgeschlagen. Es tat mir so leid für ihn. Ich hätte ihn so gegönnt. Aber naja, wieder auf plus 8 natürlich versuchen wir das Ganze. Die Schmiedebücher habe ich ihn für 2 Won Pro verkauft. Das sind nicht handelbare. Und jetzt nochmal ein wichtiger Punkt hier. Wir vertauschen ein Exegranat für 325 Alastatruhen. Die sind ja derzeit beim Kurs von 1 Won. Und ebenfalls vertauschen wir den einen perfekten Onyx, den wir haben, für 1475 Alastatruhen, das sind auch so circa 1475 Won dann. Zu guter Letzt dachte ich mir, öffnen wir nochmal ein paar Alastatruhen, insgesamt 400 Stück davon, die wir gekriegt haben. Und ja, Waffenscheine plus Waffenscheine und halt Waffen generell sind halt sehr, sehr wichtig und eventuell noch Alastor-Eier. Das wäre halt auch noch ganz nett und die ein oder andere schimmernde Weiß. Aber bis jetzt sieht es sehr, sehr schlecht aus. Die letzten Truhen sind es hier auch schon fast. Ein paar Waffensteine plus haben wir gekriegt. Keine normalen Waffensteine. Also relativ schlechte Ausbeute. Eine Schlangenglocke, die gucken wir uns da an. Und jetzt würde ich sagen, öffne ich kurz die ganzen anderen Truhen. Und dann schauen wir uns gleich an, was wir gekriegt haben. So, da sind wir auch schon fertig. 3 Alastor-Eier. Mann, das war ein schlechter Übergang. 3 Alastor-Eier haben wir gekriegt. Eine schimmernde Weiß. Jetzt zeige ich euch hier noch fix die Waffen, die wir gekriegt haben. Schlangenglocken haben wir 3 Stück gekriegt, 4 Stück sogar. Und hier seht ihr dann den anderen. Du, 270 Waffensteine ist ganz okay. 3x Premium Laden, das ist sehr gut, weil ich eh Premium Laden brauche hier auf dem Char. Dann haben wir einige Waffensteine plus noch gekriegt, 195. Aber sehr gut, dass die Waffensteine immerhin noch ein bisschen aufgeholt haben. Ansonsten war der Loot so lala. Und ich hoffe, an dieser Stelle hat euch das Video gefallen. Wie gesagt, jetzt ist für mich erstmal so der Punkt, ich will das verdammte Schild hochkriegen. Das ist für mich jetzt erstmal noch wichtig. Weiter geht's mit ein bisschen Handeln natürlich auch noch bei mir und vielleicht irgendwann dann nochmal Titangürtel herstellen. Falls das nochmal freigeschaltet wird, die Quest für alle, dann werde ich definitiv nochmal welche herstellen. Leider Gottes habe ich keinen mit Mob gekriegt, also dementsprechend werde ich da definitiv nochmal versuchen, ein paar in geraumer Zukunft, oder ich werde mir halt einen kaufen, wenn irgendeiner mit Monster auf dem Markt ist, aber sowas findet man leider Gottes nicht, aber naja, sei es drum, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da und falls ihr Bock habt auf dem Server Germania, registriert euch gerne mit meinem Link, den findet ihr unten kostenlos in der Beschreibung. Ansonsten haut da rein. Euer Simply. Ciao.